Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Hogwarts Legacy. Wir sind gerade in Hogwarts und gehen hier unseren Missionen einmal nach. Wir gucken nochmal in die Auftragsliste. Da haben wir nämlich noch einiges zu tun. Hier mit Sebastian in der Krypta sollen wir nochmal sprechen. Da reisen wir mal direkt hin und schauen mal, was er uns zu sagen hat. Das sind immer noch so ein paar Gesprächsfetzen, wo dann später wahrscheinlich die Mission drauf aufbauen wird. Ach, guck mal, hier mit ihr können wir auch noch sprechen. Professor, hätten Sie einen Moment? Natürlich. Was gibt es? Haben Sie Hogwarts besucht? Haben Sie eigentlich auch Hogwarts besucht? Ja, ich bin stolzes Mitglied des Hauses Ravenclaw. Warum fragen Sie? Ich wüsste gern, wie sich Hogwarts in den Jahren verändert hat. Verstehe. Wie Sie sicher schon vermutet haben, steckt das Schloss voller Überraschungen. Ich wage zu behaupten, dass sich hier mehr bewegt als die Treppen. Was die Schüler angeht, nun, sie scheinen jedes Jahr fähiger zu werden. Obwohl, zu meiner Zeit haben wir genauso viel Unfug gemacht wie Sie jetzt. Als Schulsprecherin habe ich bei allen Arten von Streichen weggesehen. Aber auch ich habe einmal einen gewissen Phineas Nigellus Black ermahnt, weil er in der Vorlesung einen Zuckerfederkiel gegessen hat. Ich wusste nicht, dass Sie und Professor Black hier zur selben Zeit Schüler waren. Der Schein kann nun mal trügen. Wissen Sie, ich wurde einmal von der Zeit selbst verwundet. Ja, wie faszinierend. Von der Zeit? So etwas hätte ich mir nie träumen lassen. Nun ja, das war eben das Risiko meiner vorherigen Stelle. Sie haben vielleicht schon gehört, dass ich jahrelang eine Unsägliche im Ministerium war. Eine Unsägliche? Was hat... Wie Sie sich denken können, kann ich nicht darüber sprechen. Es genügt zu sagen, dass die Aufgabe nicht ungefährlich war. Nun, ich hoffe, ich konnte Ihre Neugier vorerst befriedigen. Das konnten Sie. Danke für Ihre Zeit, Professor. Üben Sie weiter Ihre Handarbeit. Man muss stets auf Unfug gefasst sein, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Schlosses. Ja, schönes Gespräch. So, dann gehen wir hier nochmal runter. Die Krypta ist ja direkt unter dem Unterrichtsraum für dunkle Künste. Oh, hoffentlich sieht uns auch keiner. Soll ja auch geheim bleiben. Moin, Basti. Du glaubst nie, was ich erfahren habe. Na, erzähl mal. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Ja, sehr schön. Ich bereue es, Crucio benutzt zu haben. Ich weiß, wir haben getan, was nötig war. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen. Vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Ich verrate nichts. Es gibt keinen Grund, Ominous mit einzubeziehen. Da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Okay. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner. Ich habe alles gehört.
Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Oh, das hat er wohl alles gehört. Ich werde nicht aufgeben. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß, was ich gehört habe. Du wusstest, dass ich dagegen wäre. Die Suche nach diesem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Was ist mit Sebastians Eltern passiert? Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Das Zauberbuch gibt Sebastian Hoffnung. Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend. Bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Oh, das müssen wir mal schauen. Das müssen wir mal schauen. Gut, Leute. Wir gucken uns vielleicht in dem Uhrenturm auch nochmal um. Der Glockenturm. AQ-Duell 3 können wir auch bestreiten. Hier ist der Hof des Glockenturms. Da gehen wir nochmal rein. Im Glockenturm selber, da gab es doch so ein Rätsel. Ich weiß gar nicht, haben wir das schon erledigt? Da würde ich auf jeden Fall nochmal gerne nachschauen. Wesen sind nicht mehr angesagt. Es gibt jetzt so viele andere. Nee, da sind wir irgendwie verkehrt. Wollte in diesen anderen Raum. Große Treppe, große Halle. Wo ist denn der Raum nochmal? Bibliotheksanbau. Professor Weasleys Aufgabe. Finde die Handbuchseite im Buch Verwandlung der Zwischenstufen in der Bibliothek. Da müssen wir auch nochmal gucken. Okay, ich glaube, da sind wir nicht so richtig. Nordausgang, Westturm. War das im Westturm? Wir gucken mal. Da, wo die Duelle auch waren, gegen die anderen Schüler. Dort gab es doch so Türen, wo man nicht reinkam. Und das hatte aber irgendwas mit dem Uhrenpendel zu tun. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie man dorthin kam. Es war auf jeden Fall ein Turm. Astronomieflügel. Nee, der war es auch nicht. Ich glaube, das war hier irgendwo. Südflügel. Hof des Uhrenturms, da. Ich glaube, da ist es. Glockenturm, Uhrenturm. Naja, fast dasselbe. Aber auch nur fast. Genau hier. Da ist doch dieses Pendel. Und hier sind auch so Zeichen drauf. Wie so ein Einhorn. Oder müssen wir nur gucken? Wir gehen da mal hoch. Wir gucken mal. Ich glaube aber schon, dass wir das erledigt haben, oder? Nee, da unten ist noch eine Kiste. Das haben wir noch nicht erledigt. Tatsache noch nicht. So, hier haben wir nämlich den Zauber für... Die Geschichte. Und wenn wir da das Pendel auf dem einen Zeichen lassen, dann sollte sich die Tür eigentlich hier unten öffnen. Und wir sollten reinkommen. Sehr gut. Das war auf jeden Fall schon mal die eine Truhe.
Und es gab aber auch noch mehr Truhen und noch mehr Schlösser. Ich glaube dann 4 an der Zahl, weil wir ja auch 4 Pendel haben. So, hier haben wir 1. Was ist da drauf? So ein Eulengesicht. Arresto, Moment. Oh, verdammt. Können wir das wieder aufheben? Ja. Jetzt müssen wir warten. So langsam geht's. Da können wir quasi zugucken jetzt. Ach nee, das... Ah, wenn das einmal offen war, bleibt es anscheinend offen. Na klar, wäre ja auch schade, da nicht wieder rauszukommen. Aus der Geschichte. Ja, müssen wir jetzt hier warten. Dauert echt lange. Also da müssen wir schon ganz genau zielen. Revelio. Was haben wir denn hier für 1? Da haben wir so Drachenköpfe. Ah ja, okay. Ach, verdammt. Kommen wir da noch rein? Jo. Okay, cool. Zauberpuppen. Schnell wieder raus hier. Wo ist denn das Pendel jetzt? Da unten. Okay, gehen wir nochmal nach unten. Ich möchte nämlich die andere Tür natürlich auch noch öffnen. So. Arresto Momento. Ja, ob das nicht schon zu spät war? Nö, wird geöffnet. Cool. Ah, sorry, da müssen wir nochmal warten. Und uns kurz unsichtbar machen. Ja, immerhin. Revelio. Ansonsten war hier, glaube ich, nichts drin. Na, nee. So, ein Tor fehlt noch. Das ist dann wahrscheinlich noch weiter oben. Ja, da. Müssen wir mal schauen, was da für ein Zeichen drauf ist. Wollen wir natürlich den Zauber auch wieder. Okay, das Teil, alles klar. Wüsste ich jetzt nicht, wie ich das beschreiben sollte. Arresto, Moment. Aber das müsste ja schon reichen. Jo, Tor geht auf. Und das war ein Geheimnis hier von Hogwarts. Herausforderung abgeschlossen. So, wir bekommen einen nicht identifizierten Gegenstand und können dann, glaube ich, mal in den Raum der Wünsche reisen. Dann können wir die nämlich mal identifizieren lassen und vor allen Dingen auch mit Deke sprechen. Das fehlt uns dann noch. Kleine Mission hier. So, ich gucke hier erstmal rein. Cool. Defendo. Grausamkeit. Cutio nutzen wir ja eigentlich öfter mal. Defendo eigentlich jetzt nicht so. Offensivwert ist allerdings auch ein bisschen besser. Naja, wir nutzen den mal. Und sagen hier wieder Erscheinungsbild ändern. Wir wollen keinen Schal tragen. Das haben wir hier jetzt bekommen. Ja, die sind aber auch schlechter. Wiesenverbesserungen müssen wir auch nochmal gucken, weil wir die mal aufwerten können. Dass wir vielleicht einfach ein bisschen schneller werden. Da ist Deke. Die Testrale sind sicher und die Gehege-Zauberanweisung ist gekauft. Die Testrale sind sicher und die Gehege-Zauberanweisung ist gekauft.
Ausgezeichnet. Um ihre Testrale zu züchten, setzten sie sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen sie mit Deke, wenn sie fertig sind. Jo. Mache ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Ja, da, wo die Testrale sind. Oh, es öffnet sich ein neuer Bereich. Sumpf. Dann müssen wir das da machen. Immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie Deke von Ihrer Zucht. Ja, machen wir dann. So, wo ist unsere Mission? Beschwöre ein Zuchtgehege. Okay, da ist das wohl egal, wo wir das machen. Wir haben ja schon Testrale. Die sind, glaube ich, nur in der anderen Kugel hier am Strand, soweit ich weiß. Gucken wir hier nochmal. Oder täusche ich mich jetzt? Ne, da sind diese Testrale. Wunderbar. Ja, dann beschwören wir hier auch mal ein Zuchtgehege. Beschwörungszauber. Okay, muss schon ein bisschen größer sein. Bodenplatten. Ah ja, okay. Gut. Nutze das Zuchtgehege für die Testralzucht. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Von außen vermutlich. Oder? Da. Wähle eine Art. Du kannst Nachkommen jeder Art züchten, von der du ein Männchen und ein Weibchen aktiv im Gehege hast. Hypogreifen. Wollen wir ja nicht. Ah, okay. Wir haben nur Weibchen hier gerade. Hier haben wir auch ein Männchen. Warte mal, was bist du für einer? Auch ein Männchen, du kommst dann auch mal mit rein. Okay, das scheint zu klappen. 30 Minuten dauert's. Noch. Du hast gerade was gegessen, das ist schön. Dann noch aufgestoßen. So, einer fehlt doch noch hier, oder nicht? Federn. Den nehmen wir uns auch mit. Ist eine andere hin. Jetzt haben wir ja beide, aber ich möchte gerne das Fell des Snifflers noch bekommen. Hallo? Okay. Egal. Dann verlassen wir den Ort erstmal wieder. Genau. Den Kuzio rein. Da ist er. Oh, das wollte ich gar nicht werfen. Sorry. Okay, das dauert jetzt hier noch eine Zeit. Wir vertreiben uns die Zeit dann erstmal mit anderen Dingen. Schauen uns mal die Aufträge an.
Fange einen Dirikal im Schnappsack. Dirikal, wo finden wir den denn? Hier oben irgendwo. Das machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ja, dann treffen wir uns hier wieder und fangen dann ein Dirikal. Bis dahin.